Hallo erstmal. Egal ob bei der Arbeit am Schreibtisch, bei der Arbeit im Garten oder bei der Haushaltsarbeit. All diese Sachen wären mit einer herkömmlichen Wärmeflasche im Bauch nicht möglich gewesen. Mein Name ist Raffaela Raab, ich bin Medizinstudentin und ich möchte Ihnen heute gerne die erste Wärmeflasche zum Umbinden vorstellen. Mit einer herkömmlichen Wärmeflasche kann man, wenn man krank ist, im Sitzen und im Liegen genau dort wärmen, wo man es gerade braucht. Sobald man sich bewegt oder gerade konzentriert am Schreibtisch arbeitet und aufsteht, verrutscht sie von der Stelle und ist nicht mehr sonderlich effektiv. Dieses Problem haben wir gelöst. Wir haben eine traditionelle Wärmeflasche in einen elastischen Beckengürtel integriert und so die erste Wärmeflasche zum Umbinden erfunden. Wir haben damit nicht das Rad neu erfunden, aber einem altbewährten Hausmittel einen modernen und praktischen Touch gegeben. Nachdem man die Wärmeflasche so gut gegen die Bauchfläche und gegen die Rückenfläche spannen kann und gleichzeitig eine Zuggurtung hat, ist sie nicht nur was für Frauen mit Regelschmerzen, sondern auch für Rückenschmerzen und Verspannungen jeder Art. Das Geschäftsmodell um unsere kleine Erfindung haben wir bisher in drei Phasen gestaltet. Zunächst und mit unserer ersten Lieferung von 500 Stück testeten wir die Nachfrage nach einer solchen Lösung. Nachdem wir bereits kurz vor Weihnachten letzten Jahres komplett ausverkauft waren, konnten wir auf das Kundenfeedback eingehen und unseren Vertriebsprozess verbessern. Aktuell verkaufen wir vor allem nach Deutschland und nach Österreich und möchten auch weiter eine europaweite Expansion und eine Steigerung unseres Bekanntheitsgrades erreichen. Unsere realistische Zukunftsvision besteht darin, wie die herkömmliche Wärmeflasche in jedem Haushalt Einzug zu halten und in lokalen Sortimenten ebenfalls gelistet zu werden. Mit einer Investition von 50.000 Euro sowie Ihrem Know-how in Marketing und Vertrieb bieten wir Ihnen 15% unseres Unternehmens. Entschuldigung, wie viel Prozent? 15% unseres 1, Unternehmens. 5. Vielen Dank. Knackig, gut. Dankeschön. Eine Firmenbewertung, bei der den Investoren warm ums Herz werden könnte. Frage, ist nur auf einer Seite ist nur die Wärmeflasche drin, das heißt, man könnte nicht auf beiden Seiten Bis jetzt ist die Wärmeflasche auf einer Seite von dem Gürtel drinnen. Okay, aber es würde auch gehen, dass sie auf beiden Seiten rundherum wärmt. Aber im Normalfall brauchst du es vorne oder hinten. Ne? Okay. Weißt du, ich brauche keine Wärmeflasche bis jetzt, aber Glück gehabt, aber auch zur Entspannung kann natürlich Wärme lokal beitragen, auch wenn man gerade konkret keine Beschwerden hat. Raffaela, wo verkauft ihr? Du hast gesagt, online jetzt und die 500 Stück waren schnell weg. Wie viel habt ihr jetzt bis dato dann weiterverkauft? Also wir haben über 1.300 Stück im Moment verkauft, bis jetzt verkauft. Was kostet ein Paket und ist da eine Wärmeflasche enthalten oder was ist die Wärmeflasche ist zurzeit in den Gürtel integriert. Der Aha. Gürtel kostet im Verkauf auf Amazon 33,95. Das heißt, ihr habt so Umsatz gemacht, eben diese knapp über 40.000 Euro. Genau. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich habe im Medizinstudium viel sitzen müssen am Schreibtisch und mochte dann gerne eine Wärmeflasche im Rücken haben vor allem. Habe dann festgestellt, sobald ich mich nach vorne lehne, am Laptop was zu machen oder um was zu lesen, dass sie verrutscht und nie dort bleibt, wo sie gerade ist. Genau, das ist eine 145 cm, glaube ich. Aber da gibt es verschiedene Umfänge. Die wird ein bisschen groß sein. Selbst ein Florian Gschwandtner muss sich manchmal warm anziehen. Ja. Habt ihr auch angedacht, das für Kinder einzusetzen? Prinzipiell ist Wärme etwas Gutes für Kinder. Da muss man mit der Sicherheit halt sehr vorsichtig sein. Das ist mir auch als medizinischen Feld, Wärme und Kinder ist generell gefährlich. Aber es gibt mittlerweile Verschlüsse, die kindersicher sind. Und wir wären mit Ihnen als Investoren, könnten wir in die Richtung gehen, das auch für Kinder weiterhin. Wo lassen Sie fertigen und was kostet? 10 Euro. 10 Euro in kleiner Serie? Bis es in Amazon-Lager eingekommen ist, genau. Aus welchem Material ist das Produkt? Das ist elastisches Neopren, wie es von orthopädischen Beckengürteln bekannt ist. Okay, Neopren mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Und der Vertrieb bisher ist gegangen über Amazon, über sonstige Online. Das heißt, ihr seid nicht genau, die Geschäften tätig, sondern ihr habt euch fokussiert, das Produkt in Amazon zu platzieren. Genau. Ich kann den aber nicht rausnehmen da denn? Aktuell nicht. Wir haben schon einige Verbesserungen, weil wir auch im Moment noch sehr, sehr close mit den Kunden, die wir haben, zusammenarbeiten. Der nächste wird einen Zipper haben. Und bis jetzt war es so, okay, wir haben alle schon eine Wärmeflasche zu Hause, aber vor allem Männer, und da waren wir echt positiv überrascht, finden durch dieses funktionale Design, es ist schon drinnen, ich muss da nichts mehr reinstopfen. Ich kann es mir zu Hause umbinden, ich arbeite was im Garten, ich arbeite was in der Garage. Ja, fürs Reinigen und so wahrscheinlich. Und so. Wärmeflaschen halten heißes Wasser aus. Und ich habe sie, also man kann sie auch schon so in die Waschmaschine einfach werfen, 40 Grad, kein Problem, das Material hält stand.
Eine heiße Idee. Die Koalas könnten weggehen wie die warmen Semmeln. Worauf Medizinstudentinnen aus Österreich so alles kommen. Wie viel Geld habt ihr in die Entwicklung hineingesteckt, eigenes? In die Entwicklung 300 Euro. 300 Euro. Startkapital von dem Unternehmen war 10.000 Euro. 10.000. Und ihr verkauft, habt ihr online auch einen Job oder ist online ausschließlich über Amazon? Bisher ausschließlich über Amazon, aber wir bauen uns gerade ein zweites Standbein im Sinne eines eigenen Shops auf und wir könnten uns auch vorstellen, über andere Online-Plattformen wie zum Beispiel Mediashop ein weiteres Publikum und ein größeres Publikum zu erreichen. Okay. Doch nicht nur für Katharina Schneider könnte Koala ein heißes Investment sein. Ich finde, sie hat es extrem gut gemacht. Also wir haben hart geübt und irgendwie jede Antwort kam wirklich wie aus der Pistole geschossen. Und das hätte eigentlich nicht besser laufen können. Raffaelas Geschäftsidee könnte zu einem Investment führen, ohne lange Löcher in den Bauch zu fragen. Da gibt es gar nicht so viele Fragen. Ist aber ja, schön, das Produkt ist verständlich. Man fragt sich halt, wieso gibt es das noch nicht? Und das war auch so, ist eigentlich ein logisches Produkt, das sollte es geben. Oder braucht man es, könnte die Gegenfrage sein, ne? Aber ich kann nur sagen, in der Zeit, die ich hier am Set verbringen durfte, habe ich schon öfters gehört, meine Freundin hast du überzeugt, für mich ist das was, ich habe es im Rücken, wenn ich mich bewege. Das ist ja voll genial und Leute wollen da auch gleich Kostproben mitnehmen. Und es gibt jetzt aber nur diese Schwarz-Rot-Kombination oder machst du es in anderen Farben auch? Bisher haben wir es in Schwarz-Rot. Wir fanden, dass das sehr gut angekommen ist, eben auch, weil wir positiv überrascht waren, dass das Männer so mochten. Und das ist auch das Design, was man aus der Orthopädie so ein bisschen kennt. Rot, Wärme, es sieht funktional aus und es ist nicht zu feminin. Dieses Wärme Flasche Feminin wollten wir da ein bisschen rausholen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Wir dachten uns am Anfang Känguru als Beuteltier. Ja. Und das war dann irgendwie zu offensichtlich. Plus ein Känguru tritt einen eher in den Bauch, als dass es einen wärmt. Und ein Koala war uns dann ein etwas kuscheligeres Beuteltier. Ist die Wortbildmarke geschützt? Noch nicht. Ist überhaupt das geschützt? Wir haben uns von einem Patentanwalt beraten lassen und die Kombination in der Form ist nicht patentierbar. Ob dieser Umstand das Interesse wieder abkühlen lässt? Ist aber kein Medizinprodukt. Wärmflaschen generell sind in einer Grauzone zwischen Haushaltsware, Spielzeug und Medizinprodukt und werden erst ab 2020 die eigene Kategorie Wärmflasche in den EU-Normen bekommen. Also es ist kein Medizinprodukt. Wird es die geben, die eigene? Ja. Das ist viel großartig. Das ist gerade noch so in der Schwebe. Raffaela könnte mit ihrer Erfindung einen Volltreffer gelandet haben. Trotz einiger Unsicherheiten. Wer wagt es als Erster, aus dem Bauch heraus zu entscheiden, und bei Koala einzusteigen. Ich werde den Anfang machen. Sensationell. Ja? Dankeschön. Auch die Art, wie du auf jede Frage wie aus der Pistole geschossen die richtige Antwort hast und dass wirklich jedes Wort sitzt unter Hand und Fuß. Und ich wirklich also, und wieder mal ein Beispiel, warum wir alle, die wir hier sitzen, diese Sendung auch so gerne mögen, weil solche Ideen so naheliegend sind, aber irgendeiner muss sie haben. Dankeschön. Ja? Natürlich gibt es noch eine Menge Hürden. Das Problem ist, dass es nicht patentierbar ist. Also, dass in Wirklichkeit jeder, der sagt, das ist lustig, macht das nach. Ja. Aber vielleicht ist hier der Vorteil des First Movers ein wirklich großer Vorteil. Ja. Ja. Ja, alles klar. Ich persönlich kann euch dabei nicht helfen, weil ich habe, das ist so weit weg von mir und ich fürchte auch die 50.000 Euro, das ist ein Tropfen, wenn man jetzt das Marketing größer machen möchte, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, da braucht es eine Vertriebskapazität und Power und Know-how. Aber ich gratuliere sehr, beeindruckend, wie du gepitcht hast und das Produkt ist auch besonders lustig. Ja? Dankeschön. Gratuliere. Vielen Dank für das Feedback. Danke. Viel Lob. Dennoch die erste Absage. Danke, Raffaela, für den Pitch und für die ganze Erklärung. Super gemacht. Ich kann ganz wenig dazu helfen, möchte dich aber ermutigen. Also wichtig ist, dass du gut gefunden wirst, sowohl auf Amazon in deinem eigenen Online-Store. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber Investment kommt von meiner Seite keines. Vielen Dank. Danke trotzdem.
können sich die Investoren überraschenderweise doch nicht ausreichend genug für die Erfindung erwärmen, um in ihre Brieftaschen zu greifen. Also ich habe jetzt am Wochenende so eine schwere Radtour gehabt, habe so Kreisweg gehabt, weil es so kalt war. Mhm. Und das würde mir jetzt extrem helfen. Deswegen verstehe ich dich vollkommen. Es ist wirklich einfach und sowas von effektiv. Das ist wirklich unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird wahnsinnig vielen helfen. Wärme ist sicher ein extremer Faktor, mhm, um Muskeln zu entspannen, um Schmerzen auch zu lindern. Also ich bin genau am richtigen Weg. Ich finde die 50.000 für die 15% auch sehr, sehr löblich. Mir gefällt das ganz gut. Ich würde sofort einsteigen, aber ich steige nur ein, wenn die Kathi mich mitnimmt. Weil sie ist die Einzige, die das wirklich auch dementsprechend verkaufen kann. Wenn sie mich mitnehmen würde, mhm, dann würde ich mit einsteigen. Oder sie macht es allein. Also das weiß du weißt nicht. Ja gar nicht, ob ich es überhaupt mache. Nein, ich kann mir das. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir es vorstellen, weil es ein Problem ist. Ja. Aber ich möchte dir nicht zuvor treten, um Gottes Willen. Aber nicht jeder Problemlöser ist was für uns. Ich gebe jetzt öffentlich zu, ich habe mir gleich das Gleiche zugeflüstert. Also wir sind manchmal gerne Trittbrettfahrer hier. Ich glaube, sie möchte ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und dann gibt es ja auch noch Hans-Peter Haselsteiner. Ja, ich warte auf die Katharina. Und gut, sie steckt nicht ein. Okay. Auf diese Frau hat wohl die ganze Welt gewartet. Zumindest die Shopping-Welt. Die Niederösterreicherin vertreibt über ihren Mediashop ein riesiges Produktsortiment, das sie immer wieder um ein paar Innovationen erweitert. Diese Staffel wünsche ich mir wieder ganz viele innovative Produkte. So einen insgeheimen Wunsch habe ich ein bisschen im Beauty- und Kosmetikbereich. Wichtig ist, dass es in dieser Form noch nicht am Markt ist. Will Katharina Schneider bei Koala einsteigen? Und wenn ja, mit wem? Oder doch lieber am liebsten allein? Also was mir extrem gut gefällt, sind die Kundenrezensionen. Ja, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, so gute Kundenbewertungen zu haben. Ich sehe das Produkt auch als Massenprodukt, also wirklich ein Must-Have für jeden Haushalt, für jede Apotheke. Mhm. Aber ich sehe es auch ganz stark für Kinder, weil, mhm, ich sage jetzt mal, es gibt so viele Kinder, die haben Bauchschmerzen. Und wenn ich mich erinnere, wie mein Sohn kleiner war, wie oft ich da mit dem, der mir vorgekommen, mhm, bin und der aber nach 10 Sekunden wieder runtergefallen ist. Mhm. Ja. Also das ist schon ein riesengroßes Thema und Kinder haben sehr gern warm und kuschelig. Was hat Katharina Schneider vor? Von mir kommt auch ein Angebot. Ein Angebot, das so manchen das Blut in den Adern gefrieren lassen könnte. Aber der Martin hat es so schön formuliert, du hast gesagt Trittbrettfahrer. Und mein Angebot gilt nur, wenn ich es alleine mache als Investment. Ich nehme niemanden mit von den Herren. Ich bin jetzt egoistisch. Du trittst uns vom Trittbrett runter. Bei Katharina Schneider muss man sich halt warm anziehen, wenn es ums Geschäft geht. Ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr viel dazu beitragen können, in alle Haushalte zu kommen. Das soll auch die Vision und das Ziel sein, dieses Produkt in alle Haushalte zu bekommen. Und du würdest von mir deine 50.000 für 15%, bitte ich dir an. Also 50.000 für 15%. Das genau ist das, was, genau das, was, genau das, was, genau das, was du ausgerufen hast. Kein Handeln. Kein Handeln. Ich handle nicht. Dann würde ich das gerne annehmen. Herzlichen Glückwunsch. Bravo. Bravo. Rafaela hat es tatsächlich geschafft. Also sie ist einfach super stolz. Sie hat es total gut gemacht. Wir sind auf jeden Fall nicht umsonst hergekommen. Ja. Und ich glaube, sie ist sehr, sehr glücklich. Ja. Dir gratuliere ich, das wird sicher. Ja, Katharina, eins muss man natürlich sagen. Die Schnäppchen macht sie alleine. Ja. Aber so einfach wieder, gell? So einfach kann es gehen. Und geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich bin echt wahnsinnig froh, dass meine Freunde aus Deutschland extra hergekommen sind, um mir damit nochmal zu helfen. Und ich habe das wirklich gebraucht. Es war so schön, auch jetzt nochmal zurückzukommen und von Leuten empfangen zu werden. Das habe ich gebraucht. Das ist so gut.
gemacht. Das ist so schön. Super. Ich habe vor einer Viertelstunde noch erwähnt, dass ich genau dieses Investment gerne hätte und dass ich das bekommen habe. Das ist für mich wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.